Au. Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Adrenaline Skies 2. Ja, unser Yo ist auch da. Yo. Weiß ja nicht, ob ihr das jetzt gehört habt oder nicht, weil er fasselt immer gern, wenn ich sage, ich fange jetzt aufnehmen an. Yo. Aua! Yo, das tut weh. Los ja. Jetzt, tu Dinge. Du Dinge. Genau, ich bin gerade dabei, unseren Junkloader-Problem. Vielleicht habe ich das Problem auch schon gelöst, nur weil ich den Junkloader da hinten hingestellt habe. Das wäre natürlich geil. Aber wäre natürlich nicht schlecht, wenn die Bienen dann auch irgendwann noch versorgt werden. Und dafür craften wir gerade was. Oh, er ist ja schon, der ist ja richtig weit schon. Ja, wenn man alles auf Lager hat, ist es gut. Jo. Er braucht noch ein bisschen. Ich muss erstmal mein Jetpack laden. Ich war noch bei 7%. Ja, da war ich. Ich hatte noch minimal mehr. So, was wollen wir denn machen? Ja, genau. Wir wollten mal nachgucken, was wir jetzt für Bienen bekommen haben durchs Rohrschneiders Plop-Di-Plop-Ding. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht dahinter fliege und deswegen gleiches System wieder ausknips. Stimmt, ne, ich bin ja hier, stehe ja hier quasi in der Mitte. Eigentlich dürfte da nichts passieren. Ja, wir dürfen hier noch nicht beide gleichzeitig hierher. Sehr schön, ich stelle mich genau unter die Kohle. Halt sie mir auf den Kopf. Und ich sammle sie wieder ein. Gut, wir müssen das System hier noch verbessern. Da habe ich auch schon eine Idee. So, dafür brauche ich einmal Item mit dem Duck. So. Kann ich nach oben? Ach, das Klicken ist überhaupt nicht nervig. Das dauert auch fast gar nicht lange, bis dieses Ding geladen ist, nö. Geladen ist, ne? Das ist. 3 Sekunden ist es fertig. So, gehen Sie mal da weg, danke. So, und jetzt brauche ich noch eine Chest. Müsste eine wieder haben. Oh, ich habe sogar 2. So, dann brauche ich noch, vielleicht sogar noch einen im Sack. Nein. Wenn ja, ich habe nicht gesehen. Dann Servo. Mist, wir haben die Servos noch nicht eingelagert. Nee. So rein zufälligerweise noch einen stecken. Vernünftigen. Ja, wobei der kleine reicht eigentlich auch. Wir wollen ja nicht tonnenweise das Zeug darüber transportieren. Da reicht mir ein harten Server, müsste reichen. So, dann brauchen wir Coal. Schauen wir mal. Hahaha. Die Kiste geht ja hier nicht auf. Das ist natürlich total schlau gemacht von mir. So. Jetzt wird ein Schub raus. Aus Versehen gleiches Richtige gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den einstellen kann. Ich glaube aber nicht, ne? Nicht, dass der jetzt alles in einen reinknallt. Weiß ich nicht. So, ist endlich fertig hier. Ja. 100%.
Achso, ja, ist egal. Ich muss. So, nur guck mal, machst du den? Ich glaube, der hätte gereicht. Was? Hast du noch so. Wo hast du noch diese andere Blume, diese andere Haberhock? Noch vorne in der Kiste oder einstecken? Ich hab, glaube ich, ins System geschmissen. War kein Problem. Ah, da. Ist dir das zu weit weg? Nee, ich hab da noch eine Idee. Nee, die ist nicht im System. Nee, habe ich schon rausgenommen. Achso, nee, ich brauche die hier. Hä? Ja, wieso da denn? Ganz einfach, oder möchtest du, dass die Erde immer die, dass die Kohle immer decayt, wenn die Blöcke runterfallen? Du verstehst, was ich meine. Arbeiten ja nicht mal alle Blümchen. Doch, die arbeiten freilich alle. Ja. Oder? Nö, der arbeitet nicht. Warum auch immer? Haben wir einen Zauberstab hier irgendwo? Eigentlich müssen die alle connecten. Ja, das Problem. Ja, es ist, wenn du siehst nicht, du richtig erwischt hier beim, dann siehst du nicht, ob die connected sind oder nicht. Doch, doch, die haben ein Häkchen. Normalerweise müsste denen das scheißegal sein, wenn die ins Feld fallen, müsste eigentlich alle angehen, aber es kann auch sein, dass das einfach nur ein Anzeigebug ist. Ja, jetzt ist die Frage, schafft die Blume das und zieht's rein? Ja, ne? Ja. Ja, bis jetzt macht sie das, ja. Gut. Das heißt, so, was haben wir denn jetzt hier an Bienchen? Machst du noch gar nicht. Ich hab noch nicht geguckt. Dann schauen wir mal. Wir haben Tropical. Oh, Tropical ist gut. Aber wir haben fast keine Princess. Oh oh, hoffentlich sammelst du die jetzt nicht ein, weil ich die gerade alle vor mich schmeiß. Hahaha! ja. Das ist sehr schön. Ich kann die vor mich schmeißen, wie ich will. Warum schmeißt du die denn vor dich? Ja, weil ich hab dann so einen Rucksack, weißt du? So, ich dachte, du willst sie eh gleich drüben in die Dings sortieren. Ja, aber ich kann ja die Kiste nicht mitnehmen. Sind Taschen wieder so voll, oder was? Ja, ja. Jetzt alles mit. Einmal weg. Oh. Bett kann ich. Kiste alle. Alle dabei? Ja. Wollen wir es hier laufen lassen oder machen wir es aus? Uns lass laufen. Aber wie es aussieht, hat es wirklich gereicht, dass ich jetzt die Maschine darüber hingestellt habe. Ja. Die hat zwar keinen Strom. Bisschen hat sie noch. Schau mal, die steht hier. Uin. Nö, der hat keinen Strom. Aber dem fällt nicht mehr aus. Sehr schön. Ploppt. Die Solarzelle ist auch schon weiter. Das heißt, in ein, zwei Stunden ist sie fertig. Hm. So. Okay, aber die arbeitet. Hast du da noch ein paar Comps raus? Nö, ne? Ich hab noch nichts nirgends rausgenommen hier. Sind noch 11 Stück drin. Oh. Forest. Hä? Achso, da hinten. Ja. Ja. So, hast du die Bienchen schon alle aufgeteilt? Ja, die habe ich schon alle aufgeteilt. Ja, was haben wir denn? Den Modest. Modest nehmen wir auch gleich mit. Gott, wir haben nur Ignoble, das ist total scheiße. Oh, hier ist noch ein Modest. Oh. Oh, da haben wir den Pristine. Der Pristine, weil was jetzt weiter unten liegt.
Modest, Modest, Modest. So, Modest ist auch so eine böse Biene. Ne, Modest sticht nicht, glaube ich. Modest ist gut. Tropic ist noch böse. Und die Infernal, denke ich mal. Aha, die vom Nether auch. Naja, da haben wir ja schon festgestellt. So, das heißt jetzt, der war schlau. Jetzt Sand. Und wir brauchen davon welche? Kohle mehr. So, jetzt brauche ich nochmal Light Upgrade, Automation Upgrade. Kohlblöcke 200. Ne, ah, danke. Ah, System ist aus. Nee. Bei mir nicht. Bei mir schon. Ach so, du hast es ja abgeklemmt. Hä? Das habe ich abgeklemmt da hinten, ja. Aber ich kann es hier wieder anmachen. Ach, bin ich halt ins Soundcraft-Haus. Hast du noch ein Automation-Upgrade? Haben wir noch. Und ein. Ich brauche noch ein Light Upgrade. So, es dürfte es auch gleich bei dir wieder funktionieren. Ich hoffe, dass jetzt dann das System nicht ausgeht, deswegen komplett. Musst du nochmal Solar dann nochmal einstellen. So, Automations-Upgrade und Light-Upgrade. Kriegen Sie? So, brauchst du mal Honey? Jetzt mal nicht alle, sondern nur ein paar. Mal gucken. Schmeißen wir mal Sau noch rein. Jawohl. Nächsten Bienen laufen. Das heißt, ab jetzt haben wir laufen einmal die Unusual, einmal die Forest, einmal die Industrial. Das heißt, wir bräuchten noch am besten eine Meadows. Dann wären wir schon mal ganz aber noch weiter. Noch keine da nicht. Keine da nicht. So. Wir sind auch Trottel. Aber wie es im Buche steht. Ja, wieso? Im System mal Hive eingegeben. Stimmt, da haben wir ja auch schon ein paar gekriegt. So, jetzt wird es nur wichtig, was wir da dann an guten Bienen rauskriegen. So, mein Scoop ist kaputt. Auch noch ein. Jetzt, was fehlt mir? Ah, Prozedures. Was lässt du auch gerade was herstellen? Kohlblöcke. Okay. Ja, dann kann ich momentan nichts craften lassen.
Weil wir haben keinen CPU mehr frei. Echt? Aber eigentlich müsste der... Wir haben zwei. Die Solarzelle aber ist immer noch... Aber der craftet die aber auch. Achso. Richtig, er craftet sie. Aber keine Kohlblöcke nicht. Doch, CPU 1. Ja, aber der macht ja nichts. Er sagt ja immer noch Schulde 200. Na, dann cancel ich. So. Dann müssten wir demnächst mal mehr Computer noch hinstellen, dass wir vier Sachen gleichzeitig craften können oder so. Ja. Die dumm, die dumm. Scooper Raider MX200 Turbo. Brauche ich denn Diamant? Aber ich guck gerade mal, ob man das irgendwie noch besser bauen kann hier, diesen Butania-Kram. Also. Weil da kommt, bis das dauert ja ewig, bis das da was daraus kommt. 3 und 4. Sehr schön. Achso, stimmt, denn ich habe ja Strom, darum. Hat sofort funktioniert. Okay, was? So. Dann mal wieder das ganze Zeugs. Karotten brauche ich keine. Ich brauche keine Nether Bricks. Ich brauche kein Blazehead. Ich kann diese Item Pipes wegschmeißen. Ich kann das wegschmeißen. Homs hebe ich mal auf. Kaktus kann auch weg. So, wir haben jetzt hier eine Ignoble, die lasse ich gleich laufen. Die Pristine ist wichtig. Ignoble. Ignoble, verdammt. Pristine. Ignoble. Ignoble. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir haben viel zu viele Ignoble bekommen. So, das heißt, ich muss jetzt eigentlich tropisch auch laufen lassen. Aber das heißt, bei mir wird es vielleicht im Arsch die ganze Zeit gestochen werden. So, habe ich ein bisschen Dschungelholz. Das kommt. Nein. Dann brauche ich jetzt eins. So. Da rein. Ignoble und du. Machen Abflug. Und hier kommt die Meadows rein. Aber die arbeitet nicht. Aber die arbeitet. Sehr schön. Das heißt, ich brauche jetzt bei der Industry. Das habe ich mit dem Mod noch nie gearbeitet wie gerade. Nee, aber muss ja irgendwann müssen wir damit anfangen. Ja, vor allem wird er dann auch im anderen Pack dann leichter. So, dann brauche ich Automation Upgrades. Und jetzt brauche ich bestimmt noch ein Dschungel Upgrade. Wenn es das überhaupt gibt. Jungle Malaysian Upgrade, jawohl. Super. Wir haben keine Bronze mehr. Das ist aber schön. Mach mal ein paar Watt.
Langsam. Okay. Und brauchst noch ein anderes Gedöns. Gut. So, das heißt, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Läuft. Du kommst auch rein. Das heißt, die laufen auch die ganze Zeit. So, das Lifespan-Upgrade kann ich hier schon mal rausschmeißen. Und dann werde ich jetzt meine schöne Pristine. Ja, ich muss die Pristine nehmen. Eine Forest nehmen. Schmeiße ich jetzt hier rein. Muss ich mal gucken, ob da mehr reingehen. Tatsächlich. Das heißt, ich brauche noch mal schnell ein bisschen Erde. Und ich brauche Blumen. Einziges Problem ist, dass wir hier keine Erde aufgestellt haben, wenn hier auch keine Blumen spawnen. Bienenlieferung. Wie heißen diese ganzen Vanilla-Blumen? Gib doch einfach Vanille ein. Oder gehst auf Seite 1 und dann hast du Dandelion, Poppy, Orchidee, Allium, Azur und dann Tulip in verschiedenen Farben. Ich bin Farben. Jetzt gerade auf Seite 1, ich sehe das nicht, was du mir gerade erzählst. Nach den bunten Wollblöcken. Die habe ich nicht auf Seite 1. Hä? Hast du unten irgendwas eingetragen? Nee. Aber jetzt habe ich zum zweiten Mal Seite 1. Okay. Destillation Poppy. Destillation haben wir nicht. Eine Poppy haben wir auch nicht. Magst du vielleicht die Blueberries? So, du arbeitest. Sehr schön. Was will ich jetzt noch schnell machen? Sag bloß jetzt, wir haben keinen Mushroom. Hast du das Lifespan-Upgrade gemacht? Wieso? Was fehlt dir? Pilz. Hm? Pilz. Pilz. Das heißt, wir müssen das auch noch, die Scheiße auch noch züchten. Ach nee. Ich freue mich. Lifespan-Upgrade? Ich wollte 4 Stück reinschmeißen, weißt. So, aber ich brauche jetzt noch die Lamp. Einfach nur, dass der noch wenigstens einmal durchläuft, bevor ich die Folge beende. So, wir hatten fermented Eider Spice. Echt? Jo, weiß nicht, wo wir die her hatten, aber 2 Stück hatten wir.
So, da kommst du mal auch. Die kann ich jetzt alle noch in die Zentrifuge schmeißen. Da rein, da rein. Ist da auch, warum, dass wir mehrere aufgestellt haben? Oh. Brauche auf jeden Fall noch ein Automation Upgrade. Na, wobei, ich brauche es eigentlich nicht. Das ist das, was ich in der Hand machen muss. So, jetzt brauche ich meinen Bierleiser, weil jetzt geht's nämlich los. Eine Common Forest. Eine Meadow Forest. Ich glaube, das ist richtig. Mycelium haben wir nicht irgendwo hier rumstehen, ne? Ne. Haben wir noch kein Witchwater aufgestellt? Doch, hier ist doch Mycelium. Müsst ihr nur doch wissen, wie ich Mycelium dazu kriege, dass hier Pilze wachsen. Ich glaube, es wird nicht in der Nacht funktionieren. Ja, wenn wir halt mal gucken, muss ich diese blöde Pflanze auch noch züchten. Aber ohne Licht und ohne alles. Gut, aber ihr habt es gesehen, ich lasse jetzt immer wieder laufen. Wie gesagt, das ist jetzt eine Meadows Common Hybrid. Die werde ich jetzt so lange laufen lassen, bis da draußen eine reine Common wird. Dann, wenn die soweit ist, dann wird die erstmal als Pristine weiterlaufen lassen. In einem von den Körben dahinter. Und ich werde dann anfangen, das nächste, dasselbe nochmal zu machen mit einer Ignoble, dass ich dann auch eine Ignoble rausbekomme. Und diese Ignoble lasse ich dann auch wieder laufen, und zwar bis sie stirbt. Jo, gut. So, wir haben unsere ersten Sachen, das heißt, unsere nächsten Bienen laufen. Das war's dann auch wieder für die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.